Hallo, halt mal aus einer anderen Perspektive. Ich bin jetzt zum World Wide Knitting Public Day im Fingenresch. Es ist so schön hier. Und ja, gleich geht's schon los. Ich gucke mir jetzt mal die Location an, ob alles bereit ist. Mit einem großen, schönen Baum. Und werde euch ein bisschen was filmen, weil ja, es ist wirklich ein Traum. Ein Traum hier, so toll. Und ich nehme euch ein bisschen mit heute. So, das ist der Platz, wo wir uns treffen heute. Da ist noch schön ruhig. Es ist schattig. Da hinten, das ist eine Grillhütte. Die kann man auch mieten. Und ja, was ist denn das? Eine Telefonzelle. Ich dachte, die gibt es nicht mehr. Nein, das ist nur Spaß. Das ist nämlich cool. Also ich bin ja ein Telefonzellen-Fan. Das ist ein Bücherregal, so ein offenes. Da kann man immer mal gucken. Ich weiß, letztes Jahr hat eine, die da war, die hat auch ein paar schöne Bücher gefunden. Hier sind auch Bücher. War so überrascht darüber. Ja, ich gehe mal noch ein bisschen weiter. Hier, es ist toll. Und hier, ach, es ist so toll. Hab da auch schon öfters Picknick gemacht auf der Wiese. Richtig schön. Ich freue mich. Gleich geht's schon los. Es dauert noch 25 Minuten. Das ist wirklich unfassbar schön hier angelegt. Hier gibt es noch einen Rosengarten, japanischen Garten und Kräutergarten. Ja, kann man Schach spielen. Haben wir auch schon mal gemacht. Es ist so witzig. Hier, Dame heißt es, glaube ich. Ja, Blume hier. Da geht man jetzt wirklich hier durch. Die ganze Zeit. Ist das nicht ein Traum? Ich finde es so perfekt für einen Stricktreff. Es ist so. Ja, ihr merkt, ich bin sehr begeistert. Muss mal gucken, ob ich die Kamera da auch drehen kann. Nein, funktioniert nicht. Ein riesengroßer Baum. Ja, ich will da hinten hin. Moment, ich drehe das mal so. Das sind so Liege und die waren, sind schon länger hier. Ja, Mati. Die, wo sind sie denn jetzt? Die Rosen. Die sind, gibt es schon länger. Jetzt haben die die irgendwie bunt angemalt. Total schön. Ich drehe mich noch mal rum. Haben auch schon mal drauf gelegen. Hier kann man wirklich, es ist wie im Urlaub, man kann hier echt den ganzen Tag verbringen. So toll. Ja, Lavendel, ist es Lavendel? Schön, oder? Hier gehen wir mal durch und dann gehen wir hier hin. So, das gucken wir uns mal nochmal an. Gleich mache ich eine kurze Pause hier. Ja, werde ich mich gleich nochmal zwei so Steine legen. Die sind total schön angemalt worden. Hier mit Rosen. Hier geht es dann weiter. Den Weg nochmal entlang. Ist auch schön. Schöner Hintergrund auch. Für Fotos dachte ich gerade. Warte. Also ich bin echt begeistert. Ja, da stricken wir gleich. Worldwide Knitting Public Day 2023.